Gold verspricht Sicherheit, anders als Aktien. Doch ist deswegen Gold bei der Geldanlage die bessere Wahl? Focus Online hat bei Goldexperte Thorsten Polleit nachgefragt. Wenn ich Geld übrig habe und investieren will, was ist dann besser, Gold oder Aktien? Gold ist eine Währung. Die steht in Konkurrenz zum Euro, zum US-Dollar, zum chinesischen Renminbi. Aktien sind Produktivkapital. Ist etwas ganz anderes als Geld. Ich persönlich befürchte, dass das ungedeckte Papiergeld immer mehr an Kaufkraft einbüßt. Und dass das zentrale Risiko für den Anleger die Geldentwertung ist. Entweder schleichend oder in größeren Wellen daherkommt. Und deswegen glaube ich, gibt es eine klare Empfehlung, keine Euro-Sparguthaben, keine Dollar-Sparguthaben, denn diese Währungen werden nicht mehr verzinst, die erleiden Kaufkraftverluste und das ist natürlich zum Schaden des Anlegers. Die Anlage mit Langfristhorizont in Aktien lenken, das halte ich für sinnvoll und den Teil des Portfolios, den man als liquide Mittel vorhalten möchte, also wenn mal Zahlungserfordernisse auftreten, um das abzudecken, sollte der Anleger auf das Gold setzen, auf das Goldgeld als Teil der liquiden Mittel. Und ich glaube, das ist eine Portfoliostruktur, die relativ einfach darstellbar ist und angesichts der Risiken, die ich sehe, den Anleger dann auch mit einer großen Wahrscheinlichkeit vor zu großen Verlusten bewahren kann. Das heißt, ich soll Gold nicht kaufen, weil ich auf eine Wertsteigerung hoffe, sondern ich soll Gold kaufen, weil ich auf einen Werterhalt hoffe. Je nachdem, wie man es sieht, das ungedeckte Papiergeld wird, wie ich glaube, an Kaufkraft verlieren. In dem Gegenzug wird der Goldpreis steigen, nicht nur in Euro gerechnet, sondern in allen Währungen. Und das ist ja gewissermaßen die Gegenreaktion und ich glaube daher, dass der Goldpreis steigen wird und ich glaube auch, dass er nicht nur die Inflation kompensieren wird, sondern darüber hinaus auch noch einen realen Ertrag dem Anleger bieten wird, weil die Probleme im internationalen Geld- und Kreditsystem werden immer gravierender und allein aufgrund dieser Risikosituation macht es Sinn, zumindest einen Teil der liquiden Mittel eben auch in Gold vorzuhalten. Und das, was man in Euro zu Zahlungszwecken braucht, das auf ein Minimum zu reduzieren. Aber die Wertsteigerung sollte nicht mein primärer Fokus sein. Das ist doch das, was Sie meinen. Ja, ich glaube, es ist wichtig zu unterscheiden. Wir sprachen eben über Aktien. Da haben wir es mit Produktivkapital zu tun. Unternehmen, wenn sie gute Produkte machen, erhöhen den Gewinn. Das steigert den Gewinn pro Aktie. Und dann kann man auch gut begründet mit steigenden Aktienkursen über die Zeit. Das kann man dann erwarten. Bei Gold ist es anders. Gold hat keine produktive Wirkung in dem Sinne, dass die Zahlungen, die Gold generiert, steigen würden. Gold ist ein Geld und steht, ich sagte das eben bereits, in Konkurrenz mit anderen Währungen. Und Gold hat eben den großen Vorteil, es kann nicht durch die Notenbanken entwertet werden. Also wenn man immer mehr Geld druckt, dann entwertet sich natürlich die Geldeinheit. Aber das ist eben mit Gold nicht möglich. Und das Zweite ist, Gold hat kein Zahlungsausfallrisiko. Banken können Konkurs gehen, das Gold kann niemals pleite gehen. Wie hoch sollte denn der Anteil an Gold in meinem Depot sein? Das hängt natürlich auch wieder davon ab, welchen Anlagehorizont der Anleger hat. Aber grob gesprochen 70% in Aktien, 30% in liquiden Mitteln und aufs Portfolio insgesamt gerechnet 15-20% Gold.